Meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Heute in einem ganz anderen Haus, denn wir sind heute bei Felix zu Hause. Und derzeit sind wir noch alleine. Was heißt wir? Ich und meine Sister. Ich bin auch da, jo. Das ist die Marlies. Und für alle, die fragen, sie ist 17 Jahre alt. Genau, und wir sind hier gerade bei Felix zu Hause in der Küche. Seine Eltern sind nicht da und Felix ist auch gerade noch nicht da. Der kommt gleich und wir dachten uns, weil wir hier alleine sind, kochen wir jetzt, weil wir wollen nachher, wenn er da ist, nach Posthausen zu Dodenhof. Da wollen wir nachhin wegen diesen Black Friday Angeboten. Heute ist zwar Donnerstag, aber die haben halt trotzdem schon ganz gute Angebote. So, schaut euch mal diesen Hightech-Herd an. Wir müssen hier alles mit so Knopfdruck machen. Also hier geht an. Und dann kann man das hier einstellen. Hier ist die große Platte, die passt sich dem Herd an. Total cool, dann muss man das hier... Hier muss man so wischen, um das anzumachen. Cool. Es gibt so 7, ich glaube, es gibt 9. Guck mal. Krass, ne? Und jetzt macht er nur den Rand vom Herd. Das ist doch krass, oder? Ey, vom Topf. Hör auf, dann hört er auf. Wenn du runternimmst, hört er auf. Ich fasse das nicht nach. Ja, und hier machen wir jetzt einen Livestream auf Instagram. Gucken wir. Warum ist der so laut, Alter? Und hier gibt es sogar so eine Wischfunktion, dann kühlt er sich automatisch total schnell ab, damit du dann abwischen kannst. Ist das nicht gruselig? Naja, Hightech. Heute gibt es bei uns Grießbrei. Oh, jetzt habe ich hier auch. Ausgesucht. Jetzt hast du das angemacht. Ja, lass das so. Das ist aus. Grießbrei gibt es heute. So, das Essen ist fertig. Wir haben auch schon wieder geputzt. Und so sieht meins aus. Und meine Schwester hat zimt sogar. So, mein Lieben, der Felix ist da. Jetzt sag mal Hallo. Warte. Hallo. Hi. Und er isst jetzt seine Portion. Wir haben nämlich schon gegessen. Er isst jetzt auch nochmal und dann fahren wir gleich direkt los, Marlies. Das ist Stuckelzucker. Meinst du, wir fahren jetzt gleich los? Mhm. Hallo, meine Lieben. Hallo, meine Lieben. Wir sind jetzt im Auto, wie ihr seht, haben es gerade durch Hamburg geschafft. Zum Glück, da war ja überall Stau, wo nur Stau sein kann. Wie immer, aber man kennt Hamburg, ja. Wir haben jetzt noch 39 Minuten vor uns. Und das kriegen wir jetzt auch noch auf die Reihe. Also es ist wirklich total nah dran, wenn man sich das mal so überlegt. Ist ja ungefähr bei Bremen. Und genau, dann schauen wir mal, ob wir noch genug Zeit haben, wenn wir denn da sind zum Shoppen. Felix sagt, das ist auf jeden Fall richtig groß da. Und dementsprechend habe ich ein bisschen Angst, dass wir nur 3 Stunden haben, aber wir schauen mal. So, meine Lieben, wir sind da. Wie schön. Wie schön. Es läutet alles weihnachtlich schon. Ja, wir sind sehr gespannt. Felix war vor kurzem hier und hat sich das alles angeguckt. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das hier alles aussieht. Willkommen bei Dodenhof. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob irgendjemand schon mal hier war. Das würde mich sehr interessieren. Ja, das ist echt cool. Das ist so riesig. Hier gibt es so ein Outlet. Erstmal zum Dings oder erstmal? Zu Obi, ja. Okay, erstmal zu Obi. Okay, da ist Dodenhof. So, erstmal zu Obi. Brauch noch ein bisschen was für die Wohnung. Ne? Aber ganz schnell durch, ne? Ja, ganz schnell durch. Wir waren erfolgreich bei H&M. Yay! So, zeig mal, was wir gekauft haben. Rosa! Das verschwindet. Geh schnell zu Rossmann. Schnell zu Rossmann. So, wir sind hier gerade bei den Fernsehern und schauen gerade, ob wir was Passendes finden. Mein Laptop war leider nicht mehr da. Diesen wollte ich. Und ich habe mir gerade noch, aber wir zeigen euch alles gleich später. Oh, Entschuldigung, ich wollte den Pulli zeigen. Ich habe mir einen Pullover gekauft. Ja, meine Schwester geistert hier auch irgendwo rum. Aber wir schauen mal nach Fernsehen. Das ist doch der da vorne steht. Nein, das ist der. Ach ja, stimmt. Ja, den können wir da nochmal schauen. So, ein Fernseher wertvoller, wie nennt man das? Ein Fernseher reicher, genau. Ja. Meist hier ist WC. WC ist hier. Da gehen wir doch direkt zum WC. Oh, danke schön. Bitte. So. Dann muss die Nichtschwangere hier auf Toilette.
Marlies, du bist nicht schwanger. Warum musst du so oft auf die Toilette? Wir haben übrigens auch eine Wandhalterung direkt für den Fernseher gekauft. Marlies, zeig mal. Eine Wandhalterung direkt für den Fernseher. Wo wir sind. Hier ist der District. Wollen wir, weißt, wollen wir kurz in den District? Ja, komm, lass uns da reingehen. Oder Marlies? Einmal kurz durchstellen in den District. Nein, weiter. Hä? Achso. Oh. Schon Verwirrung. Wir sind jetzt bei District. District. Babybells. Unterwäsche. Oh, da gucken wir. Jetzt geht es in die Babywelt. Schau mal, oh Gott, wir müssen ganz hoch, oder? Ja. Marlies, die Tüte. Babywelt. Wir sind bei den ultrasüßen Babysachen angekommen. Und wenn ich diese Strickjacke schon sehe, dann... Oh Gott. Aber hier sind auch super süße Sachen. Oh, das zum Beispiel. Wow, Schatz, guck mal. Das ist richtig süß. Oh, oh. Hast du dir wehgetan? Ich habe einen Schock gekriegt. Oh. Schau mal diese Jacke. Das finde ich ja schrecklich. Such mal was, um dich zu überzeugen. Oh, und ist auch sehr süß. Was ist das für eine Marke? Ist das, das hier ein Name It, wollte ich gerade sagen. Ist ja netter. Nee, das hier ist Name It. Name It. Ja, Marlies. Ich hab 4 Strickjacken in der Größe. Wollen wir Kinderwagen? Kinderwagen gucken. Na, warum habt ihr das schon? Na und? Oh, schau mal. Gucken, nicht kaufen. Voll süß. Oder? Ja. Hier ist Sale, Marlies. Oh, guck mal, diese Mini-Bodies. Oh. Guck mal, das ist ein Sale. Guck mal, ich kann sie überzeugen. Gibt es die auch noch in Grau oder so? Wir kriegen ein Mädchen. Guck mal. Das ist der reduziert hier? Hier, das ist reduziert. Nee, ne? Warum hängt der hier? Weiß ich nicht, wenn der doof ist. Nee, das mag ich nicht. Tja. Die ist schon mal so süß. Ich kann dir besser Sachen zeigen, die süß sind. Und hier ist ein Battle, wer mich besser überzeugen kann. Nein. Nein. Felix macht schon ein Battle. Oh, der ist auch super süß. Das ist ja mega. Schatz, schau mal, was hältst du hiervon? Ja, Schatzi, Stern mal alles. Ist der im Sale? Ja. Oh mein Gott. Tja, also 2 zu 0 für Felix. Du weißt aber ganz genau mein Geschmack, das ist das Problem. Das ist super süß. Wusste ich auch noch, da hast du dich noch verändert. Nee. Den nehmen wir mit, Schatz. Und diesen Pullover finde ich auch sehr schön, oder? Leute, was sagt ihr? Wie groß ist das? 68 bestimmt. Guck mal, deswegen haben die hier solche Dinger. Welche Größe ist das? Na gut, das hatte ich nicht so überzeugt. Gar schon 60. Nee, dann lieber den. Steht da Magic drauf? Magic. Ja. Fast, Maggie. Stimmt, fast. Der wäre geil, den Jungen Kuchen mit so einem Hals so zusammen. Oh ja, das ist süß. Einhörner mag ich überhaupt nicht. Da war ich jetzt schon bei. Der war auch nicht so. Ich würde mal sagen, für die hat keiner gebraucht haben. Die machen ja echt ein Battle. Gleich ist Marlies traurig, Schatz. Ja. Oh. Das ist super süß. Voll Mädchen. Aber mag ich nicht so gern. Cool. Marlies feiert das jetzt immer, wenn ich das sage, ne? Das ist super süß. Wie teuer ist das? Das ist doch super süß. Das ist viel zu viel. Auch
Also ja? War das auch eine Jupp? Das sind Taufklamotten. Ach so. Guck mal hier. Ja. Das sind so Kleider und so, weißt du? Oh ja. Taufbekleidung, ja, stimmt. Und ich wundere mich schon. Oh, die Sachen sind ja auch wunderschön. Bellybutton. Bellybutton macht sowieso sehr, sehr schöne Sachen. Weißt du, was das ist? Hm? Was das ist? Was? Die Nase mit dem Riecher. Ah. Das ist ja super süß, der Pulli hier. Sehr süß. Aber wäre die nicht so teuer, ne? Hm. Was die kostet? 60, glaube ich, ne? 80. Ja. Oh, das ist auch voll niedlich. Die Kollektion ist allgemein sehr schön. Oder? Die Kollektion ist sehr schön. Muss man überlegen, 80 Euro für eine Decke. Wie schwer ist das? Da steif. Oh ja, steif. Da muss der Herr schauen. Hm? Ja, du hast die Nase dafür. Schatz, ich überlege gerade, in welcher Größe wir den hinnehmen. Schatz, du hast den in 62, ne? Ich bin 68. Nee, du hast den in 62. 62, ja. Andere Größe? Ja, ich glaube, das passt dann länger und dann. Ja. Sind wir glücklicher damit? Nehmen wir den lieber in 68 mit. Das ist sogar der letzte. Obwohl die Jacke dazu auch super süß ist, oder? Schnuckelig. Schnuckelig. Ohoho, wie süß. Oh, das ist ja auch super süß. Gott. So, meine Lieben, wir sind wieder zu Hause. Wie ihr seht, ich wollte euch jetzt kurz zeigen, so ganz grob, was wir gekauft haben. Aber genau werdet ihr das alles in einem Haul sehen. Zuerst habe ich mir ein Bugaboo Buffalo Set gekauft. Das ist einmal dieses Dach für den Kinderwagen und einmal so eine Wandabdeckung. Und das Ganze ist in Petrol. Und das war im Ausverkauf richtig, richtig gut, weil die Buffalo-Sachen gibt es ja nicht mehr und wir haben ja einen Buffalo. Und das passt, glaube ich, ganz gut zu unserem Kinderwagen. Deswegen haben wir das mitgenommen. Dann haben wir uns einen Fernseher gekauft. Den haben wir aber nicht mitgenommen, weil der nicht ins Auto gepasst hat. Und dafür haben wir noch so eine Fernsehhalterung gekauft für die Wand. 32 bis 65 Zoll. Unser Fernseher ist 65 Zoll. Deswegen hat er auch nicht ins Auto gepasst. Genau, das haben wir mitgenommen. Das hat, glaube ich, 35 Euro oder so gekostet. Und der Rest ist hier drin. Alles genau seht ihr auf jeden Fall nochmal im Haul. Aber ich zeige es einmal ganz grob. Wir haben mitgenommen bei H&M Strampelhöschen in rosa in Größe 62. Dann haben wir im Sale entdeckt ein Bodyset in 62 und genau, wir brauchten noch Kurzarmbodies in 62 und da war das sehr perfekt. Dann haben wir mitgenommen ein Pullover von S. Oliver in, glaube ich, 68 und einen Overall, den hat der Papa ausgesucht, auch von S. Oliver in so Strick. Richtig, richtig schön. Der ist auch in 68, damit er lange getragen werden kann. Und dann habe ich mir noch ausgesucht, diesen süßen Pullover, auch von N6 Family in Größe 62. Der hat hier so kleine Igel drauf. Der ist ultra süß und total weich und hat hier auch noch so Patches. Aber wie gesagt, seht ihr auch noch mal im Haul. Dann haben wir noch mitgenommen Bodies in Größe 68. Einmal ein rosaner und einmal ein graumelierter, die haben beide hier oben so Fransen dran und sind sonst eben Langarmbodies. Die haben wir auch noch gebraucht in 68 und deswegen war das auch perfekt, dass die im Sale waren. Zum Schluss kam mit für 60 Euro ein Alfie Schlafsack, den brauchten wir auch noch
Und der war jetzt von 80 auf 60 Euro reduziert und deswegen haben wir den mitgenommen. Der hat einmal zwei Innenschlafsäcke, einmal in 56, einmal in 50 und der ganze Schlafsack ist in 50, 56. Der ist jetzt in so einem beige-weiß gestreift und hat hier so einen süßen Fuchs drauf, glaube ich. Total niedlich sieht das aus. Und wie gesagt, der war im Sale und deswegen haben wir den hauptsächlich mitgenommen, aber wir brauchten halt noch einen. Ja, das haben wir so mitgenommen. Ich habe jetzt auch noch einen Pullover an von Naked Tano, den wir gekauft haben. Der sieht so aus. Richtig gemütlich, richtig bequem. Ich liebe die Sachen. Und der hat 40 Euro gekostet. Auch reduziert von 80, glaube ich, oder 70. Und der ist in so einem Jeansblau. Sehr schön und super warm vor allem. Ja, das haben wir alles gekauft. Ich glaube, mehr war das gar nicht. Und ja, es war richtig cool gestern. War einfach doof, dass wir sehr gestresst waren. Aber es war sehr schön. Und damit würde ich jetzt auch diesen Vlog beenden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!